letzten Worten eines Architekten. Mir fällt da was ein. Ha, kapiert. Wahrscheinlich nicht, aber mir egal. Mir fällt gerade auf, dass Bergarbeiter und Soldaten die einzigen Leute sind, die ich habe da auch einen Leutnant. Ach ja, richtig, das war der von vorne. Die einzigen in dem Spiel sind, die auch irgendwie was als Bezahlung bekommen. Alle anderen arbeiten völlig umsonst. Gefällt mir. Fast wie in der Realität. Was haben wir da noch so drin? Aha. Taschentuch ist nicht so die optimale Unterlage, wenn man schwitzt. Mal was anderes probieren. Meine Unterhose, hey. Nein, dafür ist der Tisch zu klein. Das Lied geht viel zu schnell. Ich muss es aber runterdrehen, dass es länger langsamer geht. Ja. Ich komme übrigens aus Deutschland, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da sprechen Leute ein wenig komisch. Im Gegensatz zum Beispiel zu Delfino, der kommt irgendwie aus. Wo kommt der her? Aus NRW, glaube ich? Nee, nicht NRW. Ich hab's mir gemerkt, ja, man merkt's, ne? Es interessiert mich brennend, wo Delfino herkommt, deswegen habe ich es mir auch gemerkt. Oder war das noch in Nordwestfalen? Da verwechsel ich da jetzt was. Oder was? Brandenburg? Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, es war in Nordrhein-Westfalen. Ja, das war's ja auch, glaube ich, oder? Keine Ahnung, da wo die ganzen Nazis halt herkommen. Alter, Mutter ist ein Nazi, ey! Was zur Hölle? Also, das geht jetzt wohl. Das ist doch unfair, die Straße kann ich nicht abreißen! Ah, dieser rassistische Kerl, der eine Frau ist, ne? So geht es voll nett, ne? Also. Da müssen wir noch mal drüber reden. So geht es fein nicht weiter. Was sagt denn meine Werte? 62%. So ungefähr. Also wenn man es wegen Runde, runden wir es mal auf. Also 100%. Mhm. Ist ein guter Wert. Was ist denn da drin? Jetzt laufen die Gefreiten wieder raus. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht Obergefreite da irgendwo. Ich habe so viele, ich kann damit im Winter heizen. Naja gut, sag mal, im Sommer kann ich damit heizen. Obwohl, kommt drauf an, was für einen Brennwert haben denn so hier Soldaten? Gibt's doch bestimmt irgendwo eine Statistiken. Was für einen Brennwert haben Obergefreite? Also so im Durchschnitt. Oder wenn nicht, rechnet mal schnell jemand aus. Ihr könnt es doch. Ich habe da kein Vertrauen in euch. Ich vertraue euch da voll und ganz überhaupt nicht. Habe ich was verpasst? Ich war gerade abgelenkt. Ich glaube, ich gewinne, ne? Nein, ich glaube, ich verliere. Na, ist fast dasselbe. Ist doch so gut wie dasselbe, also bitte. Manchmal verliert man eben, manchmal gewinnen die anderen, so ist das halt im Leben. Da ist noch Gold, ne? Du kannst jetzt nicht leer sein. Das geht nicht. Das musst selbst du einsehen. Und doch müsste ich schauen, wo ich weiterhin kämpfe. Wo ich mich weiterhin kämpfe. Da soll ich mal einen meiner Obergefreiten, meiner Leutnants einsetzen? Hm.
Ich könnte auch mal meine restlichen Gefreiten endlich abziehen. Ich hab da echt 5 Leutnants drin. Und ich kann nicht mit einem angreifen, weil sie alle 3 zu meinem weg sind. Alle 5. Ach komm. Oh, da kommt auch noch ein Unteroffizier. Ich pack's ja nicht. Qualitativ hochwertig, muss ich sagen. Sehr hochwertig, meine Soldaten gerade. Für den Hauptmann haben wir keine Zeit. Können wir da nicht einfach Hauptmänner draus machen? So 68 Hauptmänner, das hätte doch was. Ich habe 66%! Oh mein Gott! Wie ein kleiner Satan! Für einen Groß muss man 666 haben. Wenn man Spaß haben will, muss man 6 haben. Also als Zahl jetzt, ne? Da lockt man. Oh, das wird böse enden. Das endet böse. Böse Möse. Ey, und hat der Baum ihn nicht erschlagen? Verdammt, mein Plan ist fehlgeschlagen. Zieht euch zurück! Schnell, ich drücke auf den Zurückziehen-Knopf. Gleich drücke ich auf den Knopf, ja. Der ist irgendwo hier rechts, also hier rechts, ne? Und... Also ich sagte irgendwo hier rechts, wo ein Mauszeiger dann unsichtbar wird. Haha, ich habe einen unsichtbaren Mauszeiger. Das war dann Leutnant Nummer 1. Ist da echt ein Leutnant drin? Ich hab 67%, hey. Ah, das war schon mal ein guter erster Schlag. Ja, na. Ach, jetzt keine Dummheiten. Ja, brav. Wozu nur ein Leutnant draufgegangen? Und ein Unteroffizier, aber die sind eh unwichtig. Der betreibt hier Karlschlag, das ist doch nicht schön. Ich hab nen Föhn. Oder sogar zweimal Gold drin. Ist ja schön. Ist echt schön, du Föhn. Ja. Moment, das Lager ist... Naja, ist scheißegal, ob ich jetzt da unten hinbaue oder oben. Ich hätte jetzt sogar noch mal einen großen Platz frei. Ich baue die Flagge hier hin. Aha, und ich habe 68%. Hatte ich das nicht schon eben? Nein, da habe ich noch 67%. Ja. Da, 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 da. Jetzt bitte noch einen da rein. Einer passt noch. Einer geht noch rein. Und da gibt es noch mal ordentlich Kohlen. Was ist mit den Kohlen? Was die Kohlenfrage ausschließt, lieber Vetter. Wer weiß, aus welchem Film das Zitat stammt? Hä? Was ist ein Zitat? Ich kenne nur Zittern. Habe ich den ganzen Tag. Ich habe nämlich Alzheimer. Vergesst ständig, dass ich keinen Parkinson habe. Gott. Ach komm, greifen wir das auch noch an, weil wir es können. Weil ich es einfach voll drauf habe. Wow, ist das riesig. Gut, weil da drin steht weniger. Vielleicht reicht's ja aus. Oh nein, das reicht definitiv nicht aus. Und wie bekomme ich euch da jemals raus? Niemals ist die Antwort, die ich nicht hören will. Ich glaube, das wird nichts, nein. Und da geht mein Leutnant dahin.
Hin. Ich sing jetzt die ganze Zeit, weil ich es so gut kann. La 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 la. Ja, du machst ihn jetzt bestimmt platt, bin ich voll zuversichtlich. Es besteht sogar, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, es besteht sogar die Möglichkeit, dass er gewinnt, aber das wäre ja absurd. Das war ein unsinniger Gedanke hier, da ist noch ein Leutnant drin. Ich versuch's mal eins weiter unten. Das ist auch viel nützigeres Häuschen da unten. Dann hat der Gegner nämlich kein Gold mehr. Ist ein bisschen abgesunken, ne? Hab ja auch nur noch 5 Leutnants jetzt, ne? Also sobald der andere auch verloren hat. Dann jucken wir mal, was losgeht jetzt. Ob es jetzt richtig losgeht. Würde auch noch der Fischer abbrennen vielleicht und die Holzfällerhütten, ne? Und ich hätte einen schönen Weg zum Lager. Gewinn bitte mal. Oh, da ist nur ein Unteroffizier drin, das erfahre ich jetzt natürlich. Ah, ein guter Anfang. So gut wie es anfängt, hört es so beschissen jetzt auch gleich wieder auf. Schicken erstmal nur die Schwachen heim. Ich habe ja genug Obergefreite, um mir das erlauben zu können. Was habe ich denn da so drin? Oh, sogar ein Unteroffizier. Und da habe ich noch mehr Unteroffiziere. Bin ich voll dafür. Bin ich mal voll dafür, dass ich das habe. Und ich habe schon wieder 5 Leutnants. Ich will im Prinzip nur, dass die Gefreiten alle rausgehen. Für die Obergefreiten habe ich gar keine Kompensation. Die sind die Kompensierungsstoffe, die Obergefreiten. Gut, ich könnte vielleicht auch noch ein paar Offiziere rausschicken, aber die werden sowieso rausgeschickt, von daher muss ich das nicht machen. Ne? Oh, das ist gar nicht mal mein Land. Durchhalten. Ich kann viel länger durchhalten als die KI. Und was will die? Der schon die ist schon wieder. Boah. Ich könnte einen Weg so ganz da oben rum bauen. Viral effizient. End. Darm oder so, was weiß ich. So, wir wollen ja mal meinen Farmer nicht stören. Wunderschön, wunderschön. Auch überhaupt nicht irgendwie lang oder so. Nein, das ist einfach nur wunderschön. So wie es sich einen Weg vorstellt, einen Wanderweg. Und am Schluss gibt es ein Wachhäuschen mit Brotzeit. Ah. Wird auch Zeit für ein Brot, ey. Zur Not essen wir die Wurst da ohne Brot. Ja, gut, genug dumm gelabert. Nein, noch lange nicht. 53%. Zeug steht, das hat 53%. Und der braucht das sogar 87%. 85%. Oh, das zieht dir die Schuhe aus, sag ich dir. 94%. Mann, damit kannst du dein Auto schütten, dann fährt das. Ist ab wie ein Blitz, gehst du dann. Woho, ich hab schon wieder Obergefreite drin. Das hat's gebracht. Nein, das ist ein Unteroffizier. Ich wollte gerade das sagen. 60%,
Und bietest du es dann überhaupt an, wenn es eh nicht geht? Na, sieht doch auch sehr schön aus, was ich da konstruiert habe. Nein. Du baust den Stein da wirklich nicht mehr ab, oder? Ich glaube nicht. Nicht in diesem Leben. Starte die Mission doch nochmal neu, dann mach ich's vielleicht. Gute Idee, wir starten die ganze Mission nochmal neu. Wer findet das nicht total super? Ich drücke auf das falsche Zeichen, deswegen funktioniert das auch nicht. Eieiei. Wäre es, wenn ich 71 Hauptmänner hätte? Das wäre cool. Das wäre stylisch. Wieso laufen da schon wieder Gefreite raus? Das sind doch... Ach. Leckt mich, Leute. Leckt mich. Ich mache irgendwas falsch, habe ich das Gefühl. Vielleicht mal darauf klicken, ne? Es wäre eine Möglichkeit. Ach, Ivo. Gut, dass dieses Let's Play niemals langweilig wird. Ich meine, ich könnte stundenlang hier spielen. Gut, zuschauen wird mir das total ankotzen, aber ich muss das ja nicht schauen. Ihr seid ihr dummen Idioten, die das anglotzen. Ich lache über euch. Ihr seid voll dumm und idiotisch. Auch idiotisch und dumm. Sieht's denn aus mit dem Gold für da hinten? Oder ist das auf magische Art und Weise schon drin? Aber Offizier schon da drin. So! Da war Leutnant drin. Und da sind vermutlich überall Leutnants drin, weil er das frisch es gebaut hat. Aber ich würde trotzdem mal gern angucken, was da so drin ist. Ich habe ja immerhin 71%. Also. So grob geschätzt. Das, was unterwegs ist, wird ja nicht mitgezählt. Ich bin überhaupt nicht betrunken und lall ins Mikrofon. Ich sing einfach nur. Mach ich demnächst bei DSDS mit. Meine tragische Geschichte ist, ich wurde schon vor meiner Geburt vergewaltigt. Haha, das ist brillant. Das wird keiner toppen. Das verliere ich, oder? Ja. Toll. Leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. Oh, halt. So, erster halber Liter leer getrunken. Trink mir noch einen halben Liter. Und das in nur einer Stunde? Ja, doch, eine Stunde und einen halben Liter. Ordentlich neipressendes Zeug.
denn es ist gelb und von der Entfernung heißt es für Limo. Aber wenn du dann liegst, dann weißt du, dass es Pisse ist. Als ob ich Limo trinken würde, sowas ekliges. Okay, okay, Moment. Okay, ich habe einen Knopf gedrückt. Oh Gott, die Welt geht unter! Ich hab da einen Leutnant drin? Was geht denn jetzt ab? Das Leutnant ist unter Verkauf! Zwei Leutnants für den Preis von dreien! Oder so ähnlich. Da, da, da. Da, da. Ich wünschte, alle meine Gebäude würden so aussehen. Alle meine Wachhäuser wären Schlösser und Festungen und so Besetzung mit drin. Dann müssten sie auch nicht voll sein. Jetzt wollte ich gerade sagen, du gehst es aber nicht. Oh nein, ich Idiot, es gehen die ja irgendwo da. Na, oh, scheiße. Der Leutnant geht jetzt irgendwo, wer weiß wo rein. Na, ganz toll. Wer weiß, in welches Loch der sich jetzt reinsteckt, verkrümelt. Hm. 74%, hey, es legt langsam zu. So, wenn wir bei 174% angekommen sind, können wir richtig loslegen. Da habe ich mal die ganzen Gefreiten da los. Das ist ja ein Zustand hier. Ach, falsches Fenster. Ich habe Schwert, aber keine Schwert.